Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Isle, hier heute wieder mit unserem wunderschönen Dilu, der ja mittlerweile gewachsen ist. Das letzte Mal in der letzten Folge ging es ihm nicht so gut, da war ich noch auf der Flucht, beziehungsweise hatte er erst einmal gerastet und gewartet, dass die Blutung aufhört. Die ist auf jeden Fall weggegangen, also alles ist wieder gut. Ich habe derweil mit der Gruppe den Weg hierher aufgesucht gehabt, zu diesem wunderschönen Platz. Sie haben gesagt, komm, lass uns doch mal zum Radio Tower. Ich kenne diesen Radio Tower gar nicht. Der ist ja so total anders als der Radio Tower, den wir sonst kennen. Und da war ich echt extrem überrascht, habe mich dann aber auch ausgelockt danach. Und deswegen gab es nicht wirklich irgendwie was Spannendes, was da so passiert ist. Es wurden halt alle oder viele getötet von den Allo das letzte Mal. Ich habe überlebt zum Glück und ja, zum Neuen sind wir dann halt hierher gegangen. Aber wie gesagt, hier ist es wirklich relativ ruhig. Ich bin noch gut genährt und habe auch keinen Durst oder sonst irgendwie was. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich wieder eine Gruppe finde, was natürlich sehr, sehr schön wäre. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, eine Gruppe hätte ich jetzt gefunden. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber wie ich sehe, sind es auch tatsächlich die, die ich schon kenne. Beziehungsweise zwei. Moment, ich guck mal eben in die Gruppe rein. Falsche Charaktergruppe. Ah, wow, es sind sehr, sehr viele. Also es sind, ja, zwei. Zwei, die ich schon kenne. Und der... Nein. Ich glaube, der Giga ist immer noch hier. Das gibt's doch nicht. Ich habe gerade diesen Giga gehört, der schon das letzte Mal hier in der Nähe war. Ach, das ist ja doof. Oh mein Gott, und die anderen sind so unglaublich weit weg, ob ich das überhaupt schaffe, dahin zu kommen. Eine gute Frage, eine gute Frage. Die sind ja aber wieder so alle mega weit weg. Okay, okay. Ich werde es aber versuchen. Ich werde versuchen, lebend dorthin zu kommen. Allerdings gibt es auf diesem Server sogar ein paar Regeln und er ist sogar deutsch. Das bedeutet, die Regeln besagen, dass man eigentlich so niemanden töten darf, solange nicht genug Fressen da ist. Ja, ob sich alle dran halten, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Tja, mal sehen. Also ich werde versuchen, meinen Weg zu finden und gebe mein Bestes auf jeden Fall. Sobald ich da bin oder irgendwas passiert, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Oh, dieser Giga macht mir doch ein bisschen Sorgen. Ist momentan echt das Einzige, was mir so Sorgen macht. Weil ich finde, als Dilu ist man doch ein bisschen... Essen. Ich höre Essen. Ein kleines Snackchen, bevor ich losmache, wäre natürlich noch echt ganz cool. Snack, wo bist du? Mein Abendessen. Da. Irgendwo hier. Ich habe es doch gerade noch gehört. Wo bist du? Steak. Diablo Steak. Nicht zu sehen? Schrei nochmal. Boah, ich hoffe nur nicht beim Giga in der Nähe. Ich höre gerade aber auch nichts weiter. Hallo? Da ist auf jeden Fall ein See. Okay. Irgendwo hier muss es sein. Oh ja, hier ist der Riesensee noch. Da? Da ist er! Okay, bleib stehen. Hi, warte, warte, warte. Das ging jetzt aber schnell. Bin ich eigentlich schon komplett ausgewachsen? Ja, also ich bin schon komplett ausgewachsen jetzt hier als Dilu. Geht echt sehr, sehr schnell. Also in den 2 Stunden bin ich jetzt tatsächlich ausgewachsen. Krass, ja, 2 Stunden. Und dann ist der Dilu fertig. Vorausgesetzt natürlich, man wird nicht gekillt. Was vielleicht doch mal passieren könnte. Aber naja, okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich gleich hingehe. Ich denke, ich werde doch Richtung der anderen alle gehen. Ich hoffe wirklich, dass die alle so in der Nähe sind. Außer Percy, der scheint auch weiter weg zu sein. Die Namen bewegen sich aber ein bisschen, was immer ein ganz gutes Zeichen ist, dafür, dass sie nicht ganz so weit weg sind. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich es dahin schaffe. Jetzt kommt ja auch noch die Nacht leider. Nachttechnisch finde ich das immer nicht ganz so schön. Naja, okay. Vollgefuttert bin ich. Durst habe ich auch nicht. Dann machen wir uns auf den Weg gen Horizont zu den anderen. Oh nein, es sind tatsächlich immer noch die gleichen Gigas, die hier sind. Und ich muss irgendwie hier vorbeikommen.
Und das könnte auch immer noch der Alu sein. Oh Gott, läuft er mir etwa entgegen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich will doch keinen Ärger. Ich will doch einfach nur dort auf die andere Seite. Ja, da ist auf jeden Fall noch das Giganest. Oh Gott, jetzt komme ich ja auch noch an so eine menschliche Behausung ran. Dass das Ganze wieder irgendwie verzerrt. Wobei ich das echt sehr interessant immer finde, muss ich sagen. Und ja, ich weiß, ich sage sehr oft, muss ich sagen. Das ist mir schon bei Star Stable aufgefallen das letzte Mal. Ich weiß auch nicht warum. Ist quasi einer meiner Lieblingssätze. Okay, hier kommen wir raus. Ich denke, ich schaffe es dahin. Zumindest schaffe ich es, das Ganze hier zu umrunden. Und das ist sehr, sehr gut. Oh, warte mal, können wir mal den Mond hier anschauen? Oh mein Gott, da ist der Mond. Wie schön. Hier, da sind die ganzen Dinos. Oh, vor denen habe ich auch echt ein bisschen Angst, ne? Aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Ah Gott, da ist ja noch mehr. Oh mein Gott. Sind da noch mehr Gigas? Scheint so. Wow. Okay, die fressen auf jeden Fall. Ich laufe mal schnell weiter. Ich möchte nicht unbedingt mit denen kollidieren. Ja, mittlerweile bin ich leider gestorben als Dilo. Aber da war tatsächlich kein Angriff schuld, sondern ein Berg. Total ärgerlich. Nun habe ich aber eine Einladung bekommen als Rex, also ganz kleine Baby-Rex. Und ich schaue mal, ob ich die vielleicht annehmen kann. So, ich habe nun das Ganze angenommen. Und bin nun ein kleiner Mini-Baby-Vinyl-Rex. Okay, Charakter gucken wir mal. Ja, wirklich der ganz, ganz kleine hier. Und bin ich weiblich, bin ich männlich? Moment. Ich bin männlich. Das ist sehr cool, eigentlich. Ja, sehr schön. Jetzt sitze ich hier. Oh mein Gott, was ist das denn für ein kleines Mini-Quieken? Oh Gott, total niedlich. Okay, ich bin ein kleiner Rex. Ich muss auch sagen, dass ich den Dilo jetzt nicht ganz so cool fand irgendwie. Er sah schon sehr, sehr schön aus, aber ich war jetzt echt nicht so begeistert von denen, dass ich da jetzt wirklich noch so super lange weiterspielen wollen würde. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so traurig darüber, dass ich da tatsächlich leider, leider gestorben bin und jetzt hier den Rex angenommen habe. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh mein Gott, der ist ja so unglaublich niedlich, der kleine Rex. Die Farbe ist jetzt zwar nicht so cool, aber guckt mal, wie klein der ist. Oh mein Gott, ich habe noch nie so einen kleinen Rex gesehen. So klein und der kleine Beißer hier, der wahrscheinlich null Schaden macht, aber trotzdem sehr, sehr niedlich ist. So, die beiden Rexe gehen jetzt immer so mal zwischendurch jagen. Ich allerdings habe echt ein bisschen Angst, hier so runter zu gehen, weil das für den Kleinen doch ziemlich steil ist irgendwie. Deswegen gucke ich mir das Ganze doch eher so aus weiter Ferne an. Ja, wir wissen ja, Berge und ich, wir vertragen uns nicht ganz so gut. Aber wir sehen zumindest hier, wie der NPC erledigt wird. Okay, jetzt muss ich nur mal hier wieder runterkommen. Ich habe da echt Bedenken bei diesem kleinen Mini-Knäuel, dass da wirklich, dass ich mir da nicht ein Bein breche oder sonst was oder gleich irgendwie sterbe. Man weiß es ja nicht, wie viel diese kleinen Minis aushalten. Auch wenn sie total niedlich sind, aber was sie aushalten, das weiß ich leider nicht. So, und da hat auch schon die Mutti was zu futtern besorgt. Sehr schön, dann knabbern wir doch mal direkt an diesen riesen Teil. Weil das so super lecker ist. Yay. Okay. Krass, ne? Und wie groß dieser Kadaver jetzt aussieht im Vergleich zum Mini-Rex, ist krass. Aber ich kann, glaube ich, auch bald wachsen. Und dann bin ich ein normales Baby, würde ich sagen. Das hier ist ja wirklich mini gerade geschlüpft. Oh, ich bin schon satt. Okay. Ah, ein bisschen dauert es noch, aber nicht mehr lange. So, es ist soweit. Ich kann endlich wachsen. Okay, wollen wir mal schauen, wie er ausschaut, wenn er ein bisschen gewachsen ist. Ich glaube, genauso. Zack. Bam. Ziemlich gräulich, ne? Boah, also mich interessiert wirklich, wie der aussieht, wenn er fertig ist irgendwann. Endlich kann er auch mal richtig schreien. Einen richtigen Call hier. Sehr schön. Und schnuppern müsste jetzt auch funktionieren.
Ja, endlich funktioniert das Ganze. Mega. Ja, weiter geht's. Ein neuer Tag ist hier angebrochen und mein Baby Rex ist leider alleine, denn es ist ein kleiner Cut zwischendurch und ich spiele am nächsten Tag weiter. Das bedeutet, dass nun der kleine Rex auf sich alleine gestellt ist. Ich habe aber eine neue Gruppe gefunden und habe hier auch schon das erste Versessen gefunden, das ich jetzt erlegen könnte. Also quasi wirklich das erste Mal jagen jetzt mit diesem kleinen Rex. Ja, wo ist denn das jetzt hin? Ich bin jetzt schon eben die ganze Zeit hinterhergelaufen und ich habe es einfach nicht gefangen. Das, was ich fangen wollte, da ist es. Okay, hör doch mal, was machst du denn da? Also der regt mich wirklich so ein bisschen auf hier. Und diese blöden Bäume, die immer noch herkommen. Wieso ist der so schnell und warum ist mein Rex so langsam? Komm schon! Oh, ich schaffe es einfach nicht, den zu erwischen. Das gibt's nicht. Ich reg mich schon die ganze Zeit so sehr auf, weil der einfach so schnell ist und ich es nicht schaffe, irgendwie den einmal zu erwischen. Ich habe ihn nicht mal... Jetzt habe ich ihn einmal gebissen. Ein einziges Mal. Bleib stehen. Ich habe Hunger. Mal ohne Mutti und Vati ist echt doof. Ja, jetzt bleibe ich einfach mal stehen. Oh, dieser Wendekreis vom Rex, ne? Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Oh, ich kann jetzt auch nicht mehr sprinten. Ja, sprinte du mal ein bisschen. Das ist eine gute Idee. Damit du noch mehr Blut verlierst. Wäre ganz, ganz super. Jetzt fall doch endlich hin. Boah. Gleich habe ich ihn. Und hier ist noch irgendwo ein NPC. Ich höre ihn schon. Oh, endlich geschafft. Die erste Mahlzeit erlegt. Die erste Mahlzeit des Tages. Oh, und fast schon hier am Verhungern. Jetzt habe ich aber nochmal Glück gehabt. Was zu trinken ist hier ganz in der Nähe, weil ich bin eigentlich noch sehr, sehr nah an den See, von dem ich das letzte Mal losgelaufen bin, beziehungsweise wo ich den Cut gemacht hatte vorhin. Und ja, deswegen ganz praktisch. Boah, hat aber schnell keinen Hunger mehr, ne? Der Magen super schnell gefüllt. Sehr cool. Irgendwie sieht er doch ganz cool aus. Ne? Ich finde die Färbung jetzt echt nicht so prickelnd. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin super gespannt, wie er aussieht, wenn er etwas gewachsen ist. Oh, das sieht natürlich nicht gut aus. Es sieht aus, als ob ein Gewitter aufzieht. Das erste Gewitter und dann auch noch ganz alleine hier als Rex. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich jetzt hier erstmal bleiben werde beim See. Denn hier wird, oder hier ist tatsächlich irgendwie sehr viel Futter. Ich habe zwar im ersten Moment nichts gesehen, aber immer wenn ich ein Stückchen dort hinten hingehe, ist irgendein NPC da. Von daher ist das eigentlich ganz praktisch zum Wachsen jetzt, finde ich. Vielleicht kommen ja auch die anderen, die in der Gruppe sind, hier zu mir. Das wäre natürlich auch ganz praktisch, weil ich schon gelesen habe, dass die nicht so Futter finden gerade momentan. Und hier ist irgendwie der optimale Wachstumsplatz. Von daher, ich glaube, ich bleibe erstmal hier und werde mal schauen, dass ich hier vielleicht wachsen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, das nächste Essen ist auch schon hier unterwegs. Ja, schon wieder so ein kleiner NPC. Also viele sagen auch KI oder AI. Ja, alles das gleiche. NPC auch das gleiche. Also nur mal so ganz kurz zur Information, falls ihr euch wundert, warum sagen manche NPC, warum sagen manche KI, warum sagen manche AI. Es ist eigentlich genau das gleiche. Verschiedener Begriff nur für ein und dasselbe. Ja, wunderbar. Mein Hunger hätte hier schon wieder gestillt. Wunderbar. Es regnet noch. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt eigentlich, dass ich hier noch was zu futtern so gefunden habe. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich habe mich nämlich entschlossen, doch mal Richtung den anderen zu gehen. Die fighten übrigens jetzt gegen zwei andere Rexe. Ja, da wäre ich total gerne dabei gewesen, um das anzuschauen. Aber ich glaube, da komme ich auf jeden Fall zu spät, bis ich da angekommen bin. Also ich muss... Moment, ich zeige euch das gerade mal. Wie weit ich da gehen müsste. Sehr weit. Also mindestens bis zum Ende dieses Sees. Und wenn nicht noch hinter dem Berg, das weiß ich leider nicht. Ja, ich bin gespannt, ob die da überhaupt überleben und ob ich den Weg schaffen werde. Wir schauen einfach mal. Und die Folge geht ja eh nicht mehr so lange jetzt. Von daher mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. So, auf dem Weg habe ich jetzt noch ein paar Dilos gefunden. Ja, auch nochmal schön anzuschauen hier. Bei denen dürfte ich jetzt mitfressen, wenn ich wollen würde. Allerdings habe ich keinen Hunger. Und ja, die sind freundlich. Deswegen dachte ich, ich zeige sie euch einfach nochmal.
Und ja, sehr gut zu sehen auf jeden Fall. Gerade passend halt, weil wir heute in der Folge natürlich zuerst noch ein Dilu gespielt haben. Leider natürlich missschicklicherweise gestorben sind. Aber naja, kann man nichts machen halt. Naja, nimm einen Bissen. Okay, ich nehme einen Bissen. Wenn sie das so nett anbieten, dann schlagen wir uns nochmal die letzten 5% voll oder was auch immer das ist. Sehr schön. Ich bin auch bald in der Nähe von den anderen. Ja. Das ist zumindest nochmal so ein kleines Highlight jetzt hier, bevor die Folge zu Ende ist. Die wunderschönen kleinen Dilos. Naja, klein sind sie nicht, ne? So, mittlerweile habe ich die beiden Rexe dann hier gefunden. Und ja, die Folge endet nun hier erstmal. Ich habe sie auch schon in der Nacht gefunden gehabt, aber da ist halt so gar nichts passiert. Nichts Spannendes irgendwie. Und mein Fazit nun zu diesem Server. Es ist ein netter Server auf jeden Fall irgendwie. Ein deutscher Server, also alle, die irgendwie einen deutschen Server suchen oder so, kann ich hier dann nur empfehlen. Allerdings muss ich sagen tatsächlich, dass mir die Server mit No Rules doch ein bisschen besser gefallen als dieser hier. Weil da irgendwie ein bisschen mehr Action ist. Also hier darf man ja erstmal nicht so getötet werden als Jungtier, was ja eigentlich auch sehr, sehr cool ist, wenn man dann die Chance hat, erwachsen zu werden. Und man darf aus Spaß halt auch nicht killen, außer man möchte Futter haben oder irgendwie so. Oder man bestiehlt den anderen um sein Futter. Und dann darf man natürlich angreifen. Oder wenn man sonst irgendwie befeindet ist oder irgendeinen Grund zumindest hat zum Angreifen, dann ist das kein Problem. Aber sonst aus Spaß darf man nicht töten. Das heißt, man muss nicht so viel aufpassen hier. Und es ist ein bisschen low tatsächlich. Und ich denke, ich werde den Rex hier noch weiterspielen auf jeden Fall auf diesem Server. Aber ich werde mein Hauptaugenmerk dann doch weiterhin auf die Azura-Server richten, weil ich die echt ein bisschen cooler finde. Ein bisschen mehr, ja, so mehr Risk, no Fun halt. Und hier ist doch irgendwie ein bisschen ruhiger alles. Also wer es lieber ein bisschen ruhiger mag, der auf jeden Fall hier hinkommt. Hier gibt es auch einige Events immer, habe ich gesehen. Und das ist jedenfalls auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Action hier auf diesem Server. Und deswegen würde ich sagen, werde ich heute hier erst einmal die Folge beenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.